wieder. Wir wollen jetzt Richtung Norden, denn da wissen wir, dass ein Nachfrage von Hügelig lebt, und zwar in Felsdane. Jetzt ist nur die Frage, was wollen wir noch machen, bevor wir dahin gehen? Ich guck mal ganz kurz, was unser Inventar so sagt. Wir haben einen Heiltrank, einen Zaubertrank. Okay, wir haben drei Heiltränke. Die sollten wir erstmal auf unseren Nahkämpfer verteilen. So, Gerogon hat einen, Tirik hat einen, Gwendolyn hat einen. Sehr schön. Die ganzen Glasflaschen könnten wir eigentlich wegschmeißen. Aber vielleicht machen wir ja doch nochmal Alchemie. Und momentan haben wir eh nicht viel anderes im Gepäck. Außer ein bisschen Kleinkram, der noch weg kann. Was ist mit der Robe? Kann Talana die nicht gebrauchen? Was haben wir hier? Eine Robe, grün. Eine Robe, rot. Na gut. Also wir haben Wasserschläuche, wir haben Stiefel, wir haben jeder genug zu essen. Wir haben jeder eine Decke. Was könnten wir noch gebrauchen für eine etwas längere Reise Richtung Norden? Heilkräuter, falls in der Wildnis was passiert. Aber die können wir auch unterwegs sammeln. Nee, gut. Dann verabschieden wir uns erstmal von Torwall und suchen den nächstbesten Ausgang in Richtung Norden. So. Was haben wir da? Warum ist das hier rot markiert? Rot sind normalerweise Ausgänge. Huh. Da ist ein Ausgang in einer Tür. Wahrscheinlich soll das das Stadttor darstellen. Aber sei es drum. Wir müssen nach Felsdane. Da müssen wir dem Weg hier, dem Fluss hier folgen, ganz nach Norden. Und hier oben irgendwo soll es sein. Das heißt, wir werden nach und nach diese Dörfer hier abklappern müssen. Und unterwegs können wir unser Zeug loswerden, was wir noch haben. Und Kräuter sammeln und allgemein ein wenig hochheilen. Denn ein paar unserer Helden sind ja doch schon noch recht angeschlagen. Dieser Wald heißt, genau wie das Gebirge, Steineichenwald. Denn hier wachsen die fast schon legendären Bäume, deren Holz sich wie kein anderes für den Schiffbau eignet. Okay. Felsdane. Ah, unsere Helden wissen also doch schon genau, wo es ist. Hier in Felsdane beginnt die gefährliche Gebirgsroute nach Orkanger. Ihr solltet euch mit dem Nötigsten eindecken, denn die 210 Einwohner, das sind ja nicht besonders viele, werden für lange Zeit die letzten Menschen sein, die ihr zu sehen bekommt. Was haben wir noch für Dörfer auf dem Weg? Also das da war jetzt Felsdane. Oberorken. Hier merkt man, dass nicht nur Orks und Nordmänner diese wilden Lande bevölkern. Unter den etwa 930 Einwohnern befinden sich gut 100 Zwerge, da wird Tirik sich ja wohlfühlen, die hier Kohle und Erz abbauen und für teures Geld nach Torwall verkaufen. Ja, Oberorken sieht schon ein bisschen belebter aus, mit fast 1000 Einwohnern. Da dürften wir gut Handel treiben können. Was haben wir hier noch? Zwei Dörfer direkt nebeneinander. Willenheim ist ein Zentrum der Torwallschen Bodierflößer. Die etwa 500 Einwohner haben fast alle mit Handel und Transport ihre Beschäftigung gefunden. Und sie verdienen nicht schlecht dabei. Und auf der anderen Seite ist auch Willenheim. Das wird wohl durch den Fluss getrennt sein. Aublock. Wie heißt das? Angbodiertal. Jetzt kommen wir langsam Richtung Torwall. Rukian und Tjolla. Also wir merken uns für die ersten Tage unserer Reise, wir wollen erstmal nach Tjolla und dann nach Rukien. Und danach können wir eh wieder auf die Karte gucken. Wir wollen nicht nach Vernmak. Nein, nein. Also müssen wir doch nicht den nördlichen Ausgang nehmen, sondern einen östlichen. Na gut, wieder zurück. Unsere Helden sind das Wandern gewöhnt. Vor allem das ziellos umherwandern, um Waffenhändler zu finden. Eine lumpengehüllte Gestalt taucht plötzlich vor euch auf. Das hatten wir doch schon mal und letztes Mal war er recht hilfreich. Also eine Dukate ist zwar ganz schön happig für eine Information, aber vielleicht hat er ja irgendwas Interessantes. Nehmt dieses Gold, Ärmster. Der Bettler stammelt seinen Dank und hinkt mit Freudentränen von dann. Das war wohl wirklich ein Bettler und kein Informant. Na gut, haben wir wenigstens unsere gute Tat getan.
Ein kleines Männlein tanzt auf einem Tisch, auf dem einige gehäutete Blumengebinde stehen. Kurz darauf fängt es an zu husten und fällt tot um. Ha. Skurrile Sachen passieren hier in der Stadt. Raus hier. Ach, nicht noch einer. Der hat es wahrscheinlich seinem Kumpel erzählt. Und jetzt kommt der an und dessen Kumpel. Nein, wir geben euch nichts. Geht weg. Jetzt kommen die ganzen Heuchler. Also, wir wollen Nachtjolla, genau, den Namen haben wir uns noch gemerkt. Und das scheint eine Fährstation zu sein. Ja, so eine kleine Jolle, den Fluss hochzunehmen, wäre bestimmt schneller, als einfach nur am Ufer lang zu laufen. Da sollten wir uns mal umhören. Aber erstmal hinwandern. Deine Gruppe ist sehr erschöpft. Da es bereits spät am Abend ist, entscheidet ihr euch hier zu rasten und die Nacht zu verbringen. Wirklich weit sind wir ja nicht gekommen. Aber gut. Hier können wir jetzt aussuchen, was wir machen wollen, bevor wir schlafen gehen wollen. Also erstmal teilen wir die Wachen ein. Als erster Gerugon. Dann Gwendolyn. Und normalerweise würde sich Tirik hier anbieten, weil er auch ein guter Kämpfer ist. Aber Tirik soll möglichst viel schlafen, damit er seine Lebenspunkte zurückbekommt. Also lassen wir mal Mürrim Wache schieben. So, das heißt, Gerugon, Gwendolyn und Mürrim sind beschäftigt. Das heißt, wir könnten entweder Yallin oder Talana Kräuter suchen schicken. Gucken wir mal ganz kurz, wer von den beiden den höheren Wert hat. Wir suchen Kräuterkunde. Natur, Pflanzenkunde 2, das ist nicht wirklich viel. Pflanzenkunde 3 ist auch nicht viel besser. Oh, Mürrim, die wir gerade in der Wache eingeteilt haben, die hätte 5. Dann machen wir doch mal Kommando zurück. Gerugon macht die erste Wache, Gwendolyn macht die zweite Wache und Gerugon macht nochmal die dritte Wache. Das hält er schon aus. Damit Tirik schlafen kann, die Magier ihre Astralenergie bekommen und Mürrim in Ruhe Kräuter sammeln kann. Wir könnten auch jagen gehen, also nach Essen und Trinken, aber wir haben ja so schon viel zu viel Proviant dabei. Das würde uns nur unnötig überladen. Also Kräuter suchen, Mürrim und so 4 Stunden sollte erstmal reichen. Dann bekommt sie wenigstens noch etwas Rast. So, wir finden 4 Tanilen und 3 4-blättlige Einbeeren. Das ist sehr schön, das sind einfache Heilkräuter. Und jetzt sollen wir schlafen. Ja. 3 Lebensenergie, na gut. Astralenergie kommt auch zurück. Sehr schön, dann wollen wir weiterreisen. Zur Fährstation Tjolla. Und da wären wir schon. Hier ist schon wieder der Ausgang. Okay, da muss Tirik nicht sehr lange an seiner Karte kraxeln. Aber es gibt anscheinend mehrere Ausgänge. Schauen wir mal, was Tirik gezeichnet hat. Wir haben 3 Ausgänge, 3 Wohnstuben und 1 Taverne. Oh gut, da schauen wir doch mal rein. Hallo. Travia zum Gruße, liebe Gäste. Tretet näher. Im ganzen Ort findet ihr keinen sauberen Betten. Es gibt nur diesen einen Ort, wo wir schlafen können. Sagt, womit ich euch dienen kann. Ihr führt ein erstklassiges Haus. Und wir werden uns bestimmt sehr wohlfühlen. So viel dazu. Wir könnten jetzt noch essen und trinken oder ein Zimmer mieten. Eigentlich hätte ich ganz gerne eine Taverne besucht, aber anscheinend gehört zu diesem Gasthaus keine Taverne dazu. Das heißt, wir können es uns eigentlich sparen, denn wir sollten nicht eine ganze Nacht verschwenden, nur um hier 1-2 Astralpunkte zu bekommen. Das heißt, wir verabschieden uns gleich wieder. So, probieren wir erstmal den nördlichen Ausgang. Wir wollen ja schließlich dahin. Und das müsste ja dann passen. Rukian. Ja, der Name sagt uns auch noch was. Und wir müssen jetzt wieder für die Nacht rasten. Wir machen genau das gleiche Spiel wie eben. Gerugon, Gwendolyn, Gerugon. Kräuter suchen, Mürrim. 4 Stunden. 1 Tanele. Na gut, und schlafen. Jo. Und weiterreisen. Wir müssten recht früh am Tag da ankommen. Noch nicht mal Mittag. Oh, sieht ja recht schick hier aus. Schöne Steinhäuser. Und schon wesentlich größer als diese Fährstation. Laufen wir. Nein. Zurück, zurück.
Laufen wir einmal außen rum und schauen uns die Karte an. Es gibt anscheinend einen Heiler, einen Schmied, wenn ich mich richtig erinnere, und zwei Gasthäuser. Schauen wir mal, ob das richtige Gasthäuser sind oder nur Unterkünfte. 16 bis 3 Uhr, das klingt doch gut. Und hier wäre das andere. Ja, hier könnten wir aber auch nur schlafen. Jam, jam, jam. Wie spät haben wir es denn? Wir haben es 12 Uhr. Ah, 4 Stunden rumkriegen dürfte doch eigentlich nicht so das Problem sein. Wir könnten erstmal gucken, ob diese Orangenen wirklich Heiler sind und das Grüne wirklich Schmiede. Nein, war es nicht. Orange sind also Tempel. Wo war jetzt das Grüne? Da. Dann war, glaube ich, Rosa Heiler. Na, müssen wir mal gucken. Und hier haben wir einen Schmied. Aber wir haben keine zerbrochenen Waffen. Ist bisher jedenfalls noch nicht vorgekommen, wenn ich richtig gesehen habe. Nö, nirgendwo im Inventar irgendwas kaputt ist. Gut, gut. Und wir haben eine Stunde umgekriegt. Na gut, dann sehen wir uns einfach in diesem idyllischen Dörfchen ein wenig um und laufen im Kreis. So, langsam sieht's aus wie 4 Uhr. Können wir endlich rein? Oh, das war das Falsche. Ja, darum... Da rein, 16 Uhr. Oh, kommt schon, wir lassen auch 5 Silberlinge springen. Lasst uns doch bitte früher rein. Und ja, ich würde da ganz gerne rein, weil ich die Gerüchte hören will. Wir sollten uns auf unseren Reisen immer umhören, ob es irgendetwas Neues gibt. Also irgendwelche Gerüchte über Nacht kommen von Hügelig oder irgendwelche Aufstände von den Orks, dass sie vielleicht schon früher angreifen. Das ist schon recht wichtig. Na also, endlich. Hallo. Die Taverne ist nicht schlecht besucht, für so eine kleine Stadt wahrscheinlich. An der Theke gibt es nur noch wenige freie Hocker. Wir hätten gerne 6 Bier. Und ihr kennt euch doch hier aus, oder? Wir würden gerne nichts Spezielles wissen. Na gut, ich weiß eine ganze Menge. Wenn man zur Fähre nach Angbordiertal will, da wollen wir wirklich hin, kann man gut 15 Meilen von hier auf einem schönen Plätzchen Rast halten. Wir wollten eigentlich möglichst schnell reisen und nicht unterwegs rasten. Damit können wir nur wenig anfangen. Tut mir leid, wenn ich keine Großhilfe für euch war. Schade. Es gibt immer die Chance, wenn man sagt, dass es nicht hilfreich war, dass er dann versucht, das Ganze zu übertrumpfen mit noch mehr Gerüchten, aber das hat wohl nicht ganz so geklappt. Eine Frau tritt auf euch zu, an die Theke. Darf ich euch auf ein Bier einladen? Gerne, immer doch. Hey Wirt, Bier für mich und meine Freunde. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Svenna Olverjastotter. Also Tochter, heißt Dotter immer am Ende. Und wir stellen uns vor. Sie erzählt uns ein Gerücht, und zwar: Ein gutes Warensortiment ist was wert. Falls ihr etwas Ausgefallenes sucht, dann schaut am besten bei diesem eingeheirateten Störebrander in Torwall rein. Ein eingeheirateter Störebrander. Ist uns in Torwall so noch nicht aufgefallen, aber können wir uns das nächste Mal ja umhören. Und sie verabschiedet sich jetzt. Na gut, dann sollten wir auch langsam weiterziehen. Und Gwendolyn ist leicht angeduselt. Von dem ein Bier. Na gut. Tirik auch, das muss ja ein Hammerbier gewesen sein. Und ein Silberling. Na gut, leicht angetrunken und zu später Stunde. Wie spät haben wir es inzwischen? Ach, 17 Uhr erst. Das geht ja noch. Dann gehen wir jetzt mal die 15 Meilen nördlich und werden dann da doch Rast machen. Weil wir werden so oder so bald schlafen müssen. Fähre Angbordiertal. Und die rastet so schon. Wahrscheinlich wäre hier irgendwo der Rastplatz gewesen. Aber na gut. Altes Spiel. Nee, diesmal darf Gwendolyn zweimal Wache schieben. Ist ja nur fair und so. Dann würden wir gerne wieder Kräuter sammeln. Rum. 4 Stunden. Und Schornigknollen. Oh, da kann man Gift draus machen. Wie schaut es eigentlich inzwischen mit unserem Essen aus? Jeder hat noch 6 Stück Proviant und Tirik ist immer noch betrunken und Gwendolyn auch. Na gut, also Essen brauchen wir keins.
schlafen. Und wir werden nicht überfallen, das ist schon mal sehr gut. Obwohl, selbst wenn wir jetzt überfallen werden würden, wir haben inzwischen so viel Astralenergie, dass wir alles recht schnell wegbrennen können. Am Wegesrand erkennt ihr einen Felsüberhang. Es scheint ein idealer Rastplatz zu sein. Wollt ihr den Tagesmarsch bereits hier beenden? Es ist noch nicht sehr spät. Also wenn man jetzt hier weiter oben auf dieses kleine Bildchen guckt, dann würde ich mal schätzen, es ist so 4-5 Uhr. Das heißt, wir könnten noch ruhig 3-4 Stunden marschieren. Aber vielleicht haben wir Glück und finden irgendwelche besonderen Kräuter hier. Also rasten wir einfach mal. Jetzt ist Gerogon wieder dran mit 2 Wachen schieben und wir schicken Myrum los, und zwar diesmal ein bisschen länger zu suchen. Sagen wir mal 6 Stunden. Und. 4-4-blättige Einbeeren. Boah, okay. Und schlafen. Jupp. Oh. Das war so nicht geplant. Nimm, sie steht falsch. Und wenn sie jetzt dahin geht, steht sie gleich ihr im Weg. Abwarten. Und sie ist sogar wach geworden. Schön. Wir hätten gerne einen Fulminictus. Und ja, es ist eigentlich Verschwendung. Wir könnten die auch wahrscheinlich im Nahkampf besiegen. Aber so geht es ein Ticken schneller oder auch nicht. Dass die Zauber so häufig versagen. Na gut. Gwendolyn, mach erstmal normal. Denn so ein Löwe kann schon recht garstig sein. Und du versuch mal hier hochzukommen. Denn der andere Löwe wird bestimmt gleich Richtung Myrum und Yalan laufen. Und Türk hilft mal Gwendolyn. Und er tapst dabei nicht über Gerogon rüber. Das finde ich schon mal sehr nett. So, du dahin. Warten. Die stehen sich da jetzt alle gegenseitig im Weg. Myrum, abwarten. Du hast kaum noch Mana, also gehst du einfach mal weg. Dahin. Und du machst den letzten Angriff. Alte Option. So. Yalan. Yalan kann dahin und nächste Runde schießen. Und den kann Myrum gleich an die Seite, denn die Löwen sind ja 2 Felder breit. Können wir schön von der Seite reinschießen. So, rauf da, Terik. Schön aggressiv. Gwendolyn fängt hier gerade die Schläge ein. Oh, sogar recht heftig. Da sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen. Terik nochmal. Myrum. Sie müsste hinter dem Lagerfeuer stehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das Lagerfeuer den Schuss blockiert. Probieren wir es mal aus, dann lernen wir es wenigstens für später. Angriff. Nö, geht nicht. Also wiederum. Aber so wissen wir es für den nächsten Kampf. Und du schießt mal mit dem Bogen. Sehr schön, 8 Trefferpunkte. Und so schlecht sieht es bei Gwendolyn gar nicht aus. Das heißt, wir schlagen jetzt. Schlagen wir auf den oberen doch lieber ein, damit er möglichst schnell runtergeht. Wow. Das kam jetzt unerwartet. Ein sehr guter Treffer von Gwendolyn. Komm schon, Gwendolyn, gleich nochmal. So, du läufst dahin. Und du haust wieder drauf. Oh, 9 Trefferpunkte. Schön. Der müsste auch gleich umfallen. Aggressiv. Waffe zerstört. Ich hätte es nicht sagen sollen vorhin. Aber er hat ja eine Ersatzwaffe. Mindestens. So, du wartest ab. Wir wollen Myrum schießen lassen. Alte Option. Und das war's auch schon mit dem. 24 Abenteuerpunkte. Schön. Nachdem ihr gerastet habt, fallen euch in unmittelbarer Nähe des Lagers Spuren auf. Sie scheinen von einer Herde Wildschweine zu stammen. Wir haben eigentlich genug Proviant. Wir ziehen lieber weiter. So, jetzt sind wir bei der Fährstation Angbodiertal. Und da speichern wir doch erstmal ab. Speichern. So, LP 010. Und bis gleich.